Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial KiCad 5.1.x. Ja, hallo. Heute soll es mal um eine Skalenlampe gehen. Und zwar um das Erstellen eines Footprints, einer Skalenlampe von einem Oldtimer. Herzlichen Dank an dieser Stelle an den Abonnenten Wolfgang, der mir hier freundlicherweise die Unterlagen dazu zur Verfügung gestellt hat und auch seine DXF-Dateien, die er sich da erstellt hat. Und ich möchte euch heute zeigen, wie wir jetzt so eine Skalenlampe als Footprint erstellen. Und wir sehen also hier diese eine Nase hier links auf der linken Seite und hier oben die Stromabnehmer-Pins. Das ist also diese Lampe wird von hinten eingesteckt in die Platine und dann um 90 Grad verdreht. Und wir haben also dann hier die Strompins und hier die Rastnase. Auf der Platine sieht das dann so aus. Sind hier also diese Durchbrüche. Und wir sehen jetzt hier die silbernen Flächen. Das sind also die Pads. Das ist auch die Herausforderung an der ganzen Geschichte. Das sind also die Pads, die dann angeschlossen werden müssen auf dieser Platine, um halt diese Lampe dann mit Strom zu versorgen. Und das möchte ich euch heute zeigen, denn solche langgezogenen Pads, das haben wir noch nicht in keinem Video gemacht. So, ich schließe hier mal die Bilder. Wir sehen jetzt hier einmal die DXF-Dateien, die mir der Wolfgang zur Verfügung gestellt hat. Ich habe hier schon mal ein Projekt Skalenlampe erstellt. Das sehen wir auch hier. Da ist es dann schon drin. Und los geht's mit dem Erstellen des Footprints. Wir brauchen als erstes mal das FreeCAD. An dieser Stelle sei bemerkt, ihr habt ja diese vorgegebenen DXF-Dateien, die mir der Wolfgang geschickt hat, natürlich nicht. Ihr müsst das von Hand machen. Das heißt, mit der Schieblehre an der Skalenlampe die Maße abnehmen und einen Sketch passend zeichnen. Ich habe es jetzt hier ein bisschen einfacher. Ich kann die DXF-Datei direkt einlesen und kann diese DXF als Vorlage für meinen Sketch für das EdgeCut nutzen. Ihr könnt das natürlich nicht, ihr habt die DXF nicht. So, aber das ist auch kein Problem. Wir öffnen ein neues Projekt, wir machen einen neuen Sketch, wir sagen hier XY-Ebene, damit sind wir erstmal in unserem Sketch drin. Wir können das Ganze schließen, damit haben wir einen Sketch und wir wollen jetzt mal diese DXF-Datei importieren, KiCad, Projekte, Skalenlampe und ich habe mir hier einen Unterordner Mail gemacht, da liegt das alles drin. Wir nehmen mal hier die große Ausführung und wir sagen öffnen. Jetzt öffnet sich hier der Dialog DXF-Datei und der wird, das kann ich auch ausschalten, indem ich hier den Haken entferne. Ich kann jetzt hier noch für das Importieren bzw. auch für das Exportieren Einstellungen vornehmen. Ich lasse das hier mal bei den vorgegebenen Grundeinstellungen und kann sagen jetzt okay und damit wird diese DXF hier hereingeladen. Unser EdgeCut, ihr seht, der Wolfgang hat das hier andersrum gemacht, also das ist sein Pad, was er als Kupferfläche erstellt und das ist hier eigentlich dieser EdgeCut, der Innenbereich. Das mache ich jetzt hier als Durchbruch, zeige ich euch gleich. So, wer jetzt diese DXF-Datei bei sich nicht importieren kann, vielleicht dazu nochmal an dieser Stelle die Bemerkung, hier unter Werkzeuge, Add-on Manager, muss diese DXF-Library installiert sein, ansonsten könnt ihr keine DXF-Dateien öffnen, importieren oder auch nicht exportieren. So, wir wollen natürlich jetzt im Sketcher zeichnen, wir machen also auf unserem Sketch einen Doppelklick, sind jetzt in der Sketcher-Workbench und können jetzt uns hier gleich an diesem Umriss entlanghangeln. Dazu wählen wir das Werkzeug Erstellen einer Kante, verknüpft mit einer externen Geometrie, und wählen uns jetzt hier diese Innenseiten an. Die werden jetzt gleich als Vorlage genutzt und wir werden uns den EdgeCut erstellen. Als nächstes wählen wir dann hier das Werkzeug Bogen aus, gehen auf
unseren Mittelpunkt, schauen, dass wir gleich hier möglichst mit Gelb auf den Punkt Mittelpunkt einrasten, ziehen dann hier nach außen. Auch hier wieder darauf achten, dass er sauber auf diesen Punkt einrastet. Dann kann ich das hier rumziehen. Haben wir das auf dieser Seite. Jawohl, einmal. Und das Ganze wiederholen wir für den unteren Halbkreis. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier gleich vollständig eingeschränkte Skizzen. Wie gesagt, durch diese DXF, die da drunter liegt, wird jetzt die Skizze schon von vornherein beschränkt. Ihr müsstet das dann von Freihand zeichnen. So, dann nehmen wir unser Linienzugwerkzeug und wechseln hier auf diesen Punkt. Mit der Taste M kann ich hier die Funktion durchschalten. Wir wollen hier die Funktion gerade haben, wechseln dann auf den Punkt hier außen, setzen das auch hier gleich ab, wiederholen das Ganze nochmal auf dieser Seite. Das ging schief, wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe. Dann müssen wir nochmal zurück. Dann können wir nochmal unseren Linienzug hier neu beginnen. Muss man darauf achten, dass man hier die Punkte sauber erwischt. Mit rechts könnt ihr das Werkzeug beenden, Rechtsklick. Und das Ganze tun wir hier auf dieser Seite nochmal. Wir sehen, jetzt hat er wieder hier die Funktion umgeschaltet. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen hier die Funktion gerade. Und wenn alles geklappt habt, so wie bei mir, habt ihr jetzt hier eine vollständig eingeschränkte Skizze. Das liegt also, wie gesagt, daran, dass die DXF darunter liegt. So, das wäre der erste Schritt. Jetzt können wir das schließen. Wir wählen hier den Sketcher, den Sketch an, gehen auf unsere KiCad Step-Up Workbench und sagen, wir wollen jetzt... Quatsch, brauchen wir eigentlich gar nicht, sondern wir können hier direkt exportieren. Und zwar diesen Sketch als Autodesk DXF 2D DXF Datei. Und ich nenne das jetzt mal Skalenlampe groß und vergebe hier noch Edge dahinter für EdgeCut.dxf, nicht vergessen. Und wir speichern das gleich hier in dem Ordner Mail, den ich mir da im Projektordner Skalenlampe angezeichnet hatte oder eingelegt hatte. So, speichern. Okay, brauchen wir hier keine weiteren Einstellungen vornehmen. Können das erstmal ablegen. So, jetzt können wir im nächsten Schritt im Footprint Editor weitermachen und ich melde mich gleich. Wir öffnen den Footprint Editor. Haben jetzt hier einen leeren Footprint, wechseln auf neuer Footprint, das nennen wir jetzt hier Skalenlampe groß. Edge brauchen wir jetzt nicht. Können hier auf OK bestätigen, markieren uns das, schieben hier mal die ganze Geschichte ein bisschen beiseite, die Referenz und den Namen. Wechseln jetzt auf Datei und sagen hier Import-Umriss-DXF-Datei. Die wollen wir hier gleich zentriert auf den Mittelpunkt ablegen. Wir suchen uns diese Datei heraus. Das ist jetzt hier schon angewählt aus dem vorhergehenden Versuch bei mir. Suchen uns also diese DXF-Datei raus und sagen Open. Wichtig, gleich hier dieses Level oder das Layer auswählen, nämlich Edge Cuts. Und mit OK importieren. Damit sind wir jetzt hier schon in dem Footprint drin und das ist auch sauber positioniert, zentriert. Wir können gleich hier wieder unsere Beschriftung nach unten legen, dass wir es nicht vergessen. Sonst haben wir dann das Problem, dass im Platinen-Layout-Editor dieser Name hier sonst wo auftaucht. Und wir brauchen jetzt als nächstes einmal den Radius von hier außen nach hier innen. Den können wir messen.
mit unserer Schiebelehre. Wechseln also hier auf den Mittelpunkt. Mal ruhig noch ein bisschen reingehen, dass wir das hier sauber erwischen. So, jetzt sind wir auf dem Mittelpunkt. Ihr seht den Kreis. Sind wir auf dem Mittelpunkt eingerastet. Und wir ziehen hier nach außen. Und da sind wir bei 6,58. Wir können hier 6,6 mm nehmen. Das ist unser Radius. Jetzt muss man ein bisschen im Kopf mitrechnen, sage ich mal. Wir haben also jetzt hier noch diese Strichstärke. Wir können auch bis hier nach außen messen. Das sind also bei 6,7. Am besten nimmt man sich da ein Blatt Papier dazu und schreibt sich das mal auf. Und ich möchte jetzt hier einen 2 mm dicken Pad rumziehen. Also das heißt, hier sollen 2 mm Kupferfläche, 2 mm Kupferpad dazu sein. Und von diesem Kupferpad wird wieder die Mitte genommen, also 2 mm die Mittellinie. Das heißt, ich muss zu diesen 6,7 noch einen Millimeter dazu rechnen. Beziehungsweise nehmen wir hier mal sicherheitshalber 1,1 mm und wir kommen dann bei 7,8 mm Radius heraus. Wozu wir das brauchen, zeige ich euch gleich. So, wir können dieses Messen abbrechen und wechseln jetzt entweder hier direkt in die Einstellung der Pads und können jetzt hier SMD-Pad auswählen. Wir können auch gleich direkt ein Pad anklicken. Aber wir machen es mal so rum. Wir nehmen jetzt hier mal ein SMD-Pad. Dann stellen wir hier ein individuell runder Anker. Wozu das gut ist, zeige ich euch gleich. Wir wollen natürlich diese Kupferfläche auf der Unterseite haben. Da soll das Ganze hin. Wenn wir dieses auf der Unterseite, diese Kupferfläche anlegen, müssen wir hier auch beachten, dass wir B-Paste brauchen und nicht F-Paste, also Bottom. Und wir brauchen auch Bottom-Mask und nicht F-Mask. Ja, ansonsten wird nämlich euer Lötstopplack auf der Oberseite zwar freigestellt, aber nicht auf der Unterseite. Da ist aber unser Kupfer. So, wenn wir das haben, das sind erstmal unsere Grundeinstellungen, können wir jetzt einfach mal hier hineingehen oder das beenden und sagen, wir legen uns hier zwei Pads mal auf dieser Seite ab. Und das andere tun wir hier auf dieser Seite. Die weiteren Einstellungen sind erstmal soweit egal. Ihr müsst jetzt etwas rumspielen. Das hat bei mir auch nicht gleich auf dem ersten Anhieb geklappt. Ich habe mir natürlich jetzt hier schon in weiser Voraussicht die ganzen Werte aufgeschrieben. Deswegen wird das bei mir jetzt relativ schnell funktionieren. Ich möchte das Video nicht allzu lang machen. Ihr werdet sehen, das ist ein bisschen, naja, mit rumprobieren verbunden. Was ihr euch merken müsst, euer Mittelpunkt für die weiteren Einstellungen ist jetzt hier der Mittelpunkt dieses Pads. Also nicht mehr dieser Mittelpunkt, sondern hier dieser Mittelpunkt vom Pad. Wir wählen jetzt das Pad Nummer 1 mal an und über die Taste E gehen wir in die Einstellungen. Das hatten wir ja hier schon alles vorgegeben, also Bottom Mask, Bottom Paste, Bottom Copper und hier individuell runder Anker. Und jetzt müssen wir unser Pad in eine Halbkreisform ziehen, sag ich mal, oder konstruieren. Und das können wir hier über individuelle Grundformen. Wir sehen jetzt, hier sind die Button anklickbar. Wenn ihr hier auf zum Beispiel Kreis gehen würdet, sind die Buttons hier ausgegraut. Das liegt dann also daran, dass beim Kreis die geometrische Form vorgegeben ist. Wir wollen also aber eine individuelle Form haben, deswegen hier individuell mit rundem Anker. Und dann kann man hier Formen hinzufügen. Dazu gehen wir mal hier drauf, Form hinzufügen und ich mache das mal größer. Wir sehen jetzt hier Segment, Kreis, Bogen, Ring, Kreis oder ein Polygon. Wir wollen natürlich einen Kreisbogen erstellen. Soll ja dieser Halbkreis ausgefüllt werden.
Wir wählen das an und bestätigen mit OK. Jetzt öffnet sich hier eine Maske, in der ich einige Werte vorgeben muss. Und jetzt kommt hier unser Radius, diese 7,8 mm, die ich hier gerade vorgegeben hatte, kommen jetzt hier ins Spiel. Und deswegen geben wir jetzt hier mal die 7,8 ein. Den Rest lassen wir auf 0. Wir geben hier mal einen Winkel von 160 Grad vor und wir wollen eine Stär oder eine Pad-Stärke oder ja, Pad-Stärke von 2 mm haben. Jetzt klicken wir auf OK und wir sehen, dass sich jetzt also hier ein Radius bildet von diesem Mittelpunkt aus und wir sehen, das ist aber jetzt falsch rum. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen probieren. Gehen wir mal hier auf Plus. Dann sehen wir, saust das Ding hier rum. Ihr müsst also jetzt wirklich ein bisschen ausprobieren, bis ihr die richtige Form raus habt. Und wir haben jetzt also hier unseren Halbkreis, der wäre jetzt auch richtig rum. Kann das auch probieren. Einfach mal hier auf OK klicken. Und wir sehen jetzt unser langgezogenes Pad. Der Radius, wenn ich das jetzt hier anfasse und mit Move bewege, sehen wir jetzt, das sind also diese 7,8 mm. Ich ziehe das mal hier runter. Also von hier vom Mittelpunkt 6,8 bis hier rein und dann nochmal diese 1,2 mm, diese 1 mm dazu, dass wir hier auf diese Mittellinie kommen und dann von dieser Mittellinie aus gedacht oder gedachten Mittellinie jeweils 1 mm nach links und rechts kommen wir auf diese Padfläche. Ihr seht, das passt natürlich jetzt hier hinten und vorne noch nicht. Deswegen bewegen wir das Ganze nochmal hier wieder zurück. Und wir müssen also erst einmal die ganze Sache etwas rotieren. Das können wir jetzt wieder dadurch erreichen mit der Taste E über die Eigenschaften. Und wir können jetzt hier eine Rotation vorgeben. Das machen wir mal hier mit minus 10 Grad. Okay, jetzt ist das hier schon etwas herumgerutscht. Und wir sehen natürlich, wenn ich das jetzt hier wieder runterschiebe, komme ich natürlich immer noch in diese beiden Aussparungsnasen rein. Deshalb müssen wir jetzt hier nochmal den Winkel ändern, also diesen Kreisbogenwinkel nochmal anpassen. Ihr seht, das ist mit viel Probieren verbunden. Wir gehen nochmal hier in die Einstellungen, gehen hier in die individuelle Grundform, können jetzt hier unten auf Form editieren gehen. Und geben mal hier 120 Grad vor mit OK. Bestätigen wir. Wir sehen jetzt, es rutscht natürlich jetzt von hier aus 120 Grad bis hierhin, das verkürzt sich. Jetzt müssen wir wieder etwas drehen, also nochmal in die Einstellungen. Und wir geben jetzt mal hier 30 Grad vor. Bei mir sieht das jetzt einfach aus, weil ich mir diese Werte hier schon mal im Experiment vorher ermittelt habe. Ihr müsst das dann natürlich mit Probieren und Geduld und Spucke erreichen. So, und jetzt sehen wir das. Et voilà. Können wir also jetzt hier unseren kreisbogenförmigen Pad sauber positionieren. Ich lege das jetzt hier mal ab. Die Rastergröße habe ich hier auf die kleinste Einstellung genommen, 0,01 mm, dass ich hier auch schön sauber positionieren kann. Das Ganze müssen wir natürlich jetzt wiederholen mit unserem zweiten Pad. Und da gehen wir hier wieder auf Form hinzufügen. Wir wollen jetzt hier den Kreisbogen. Jetzt müssen wir es natürlich andersrum machen. Da brauchen wir jetzt hier die minus 7,8. Jetzt gebe ich gleich mal hier den Winkel 120 mit 2 vor. Okay, wir können das Ganze jetzt hier einfügen. Ich schiebe das dann gleich mal hier entsprechend rum. Dann können wir auf die Rotation machen wir die 30 Grad. Jetzt müsste es hier, glaube ich, ja, auch minus 30 sein. So, okay. Dann können wir das nochmal sauber anpositionieren. Damit wäre unser Footprint jetzt soweit fertig. Und wir können das Ganze speichern.
So, ich nenne das jetzt hier mal Skalenlampe groß und ich packe das hier einfach mal der Einfachheit halber in die Arduino-Library. Das war nicht ganz richtig. Ihr legt euch da natürlich eine eigene Library dafür an. Wir speichern, sagen okay, können das jetzt schließen. Was ihr jetzt natürlich ebenfalls noch tun müsstet, wäre ein Schaltplansymbol erzeugen oder ihr nehmt ein einfaches Lampensymbol aus dem Schaltplan und weist dann diesen Footprint zu. Das spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Wir gehen jetzt hier gleich mal in den Layout-Editor und ich füge das jetzt hier gleich mal direkt als Bauelement zu. Und dann nehmen wir hier die Skalenlampe, und zwar die Skalenlampe groß. Ihr seht, ich hatte hier schon mal einen Versuch vorher gestartet. Das ist jetzt hier die, die wir gerade erstellt haben. Doppelklick drauf. Und dann wird das hier direkt importiert. Das ist jetzt unser Bauelement. Das ist unser Edge Cut. Und damit das, oder dass das auch alles richtig funktioniert, gehen wir hier mal in Edge Cuts. Ich ziehe hier einfach mal mit einem etwas größeren Raster einen Edge Cut hier um diese ganze Sache herum. Das ist also jetzt, wäre jetzt die Außenplatine. Und wenn ich jetzt auf die Kupferumrissfläche gehe und wechsle hier in die Bottom-Seite und erstelle jetzt hier eine Kupferfläche. Auch das möchte ich euch noch zeigen. Die ist jetzt auf der Unterseite. Wir haben ja natürlich jetzt kein Netz, ist ja kein Schaltplan hinterlegt. Soll aber nicht das Problem sein. Dann können wir jetzt hier unsere Platine herumzeichnen und ich gehe wieder auf Abbrechen. Und et voilà, wir haben also jetzt hier eine Platine. Ich schalte es nochmal aus. Wir haben also jetzt hier unseren Außenumriss von einer Platine mit dem Durchbruch exakt für die Skalenlampe. Und wir sehen jetzt hier auch die beiden halbkreisförmigen Pads, die auch sauber beschriftet sind, nämlich mit 1 und 2. So sieht man es schöner hier. Und ich kann also hier jetzt eine Leiterbahn an diesen Pad anschließen. Ich blende hier nochmal alle Lagen aus und zeige euch nochmal hier die B-Mask. Das ist jetzt also die Maske hier unten. Kann die nochmal wegblenden. Ich zeige euch hier nochmal die Kupferlage. Das ist also die saubere Kupferlage dazu. Dann haben wir hier die B-Mask, die wird hier drunter gelegt. Ihr seht es wahrscheinlich ein bisschen aufblitzen. Ich scroll nochmal hier ein bisschen rein, dann sieht man das besser wahrscheinlich. So, das ist jetzt die Freistellungsmaske für den Lötstofflack auf der Unterseite, ebenso fürs Kupfer hier. Mit der Toleranz der eingestellten über die Netzklasse, wie viel Abstand hier zur Kupferaußenfläche gehalten wird. Und ich blende nochmal alle Lagen wieder ein mit dieser Einstellung. Und dann sehen wir, dass das hier also wunderbar geklappt hat. Das ist unsere Aussparung. Die wird ausgefräst beim Hersteller. Und hier sind die langgezogenen Pads für die Lampe. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren für geometrische Formen für Pads. Tschüss. Hatte mich zwar schon verabschiedet, aber hier noch ein kleiner Nachtrag, damit er mir das auch glaubt, dass es funktioniert. Hier das Leiterbahn-Tool mal angewählt, eine Leiterbahn hier außen herum geklickt und hier drüben wieder angeschlossen. Wir drücken die Taste B und wir sehen, Leiterbahn ist also angeschlossen, funktioniert. Danke und jetzt aber wirklich tschüss.